um 1506. Die hergestellte Sequenz, Da Vincis Verschwinden. Salai, bist du das? Ezio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Dieses breite Lächeln übertrieben, bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai, bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene, ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpe Addormentata. Die Würfe sind gefallen. Leonardos Assistenten Salai in der Liebesgilde finden und zu Leonardos Werkstatt bringen. Vor diesem Grund müssen mindestens 4 Quadrate der Gesundheitsanzeige behalten. Wie viele wir jetzt haben? Kommt drauf an, wie viele wir jetzt haben. Auf zur Liebesgilde. Salai in der Liebesgilde finden. Yo ho ho, was geht? Di nuovo! Das sind Glückswürfe, das sagte ich doch. Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Tja, die anderen gehen hinterher. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Sentite! Ich spiele nicht mehr! Wir auch nicht! War ein langes, großes Attentat. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ihr seid Ezio Auditore. Kommt, wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut, ich laufe vor.
ihr hinterher. Ja. So viel dazu. Nur mal so am Rande gefragt. Interagieren. Abbrechen. Schade, ich wollte eigentlich einen Tunnel dahin nehmen. Pferdchen. So, jetzt sind wir auch voll Assassinen. Was auch immer uns das bringen wird, vielleicht in dieser Mission. Wir werden es sehen. Aber es gerade mit dem Attentat, das gefiel mir sogar. Dass ich tatsächlich mal geschafft hatte, alle Leute in die Attentatsserie reinzukriegen. Diese Borgia haben in dieser Stadt jede nur denkbare. So, mal hier direkt mal durchgehen. Jetzt! Ich reiß dir die Augen raus, dann musst du endlich anhalten. Ich glaube nicht, dass ihr mich kriegen werdet. Wer das Gesetz bricht, muss sterben. Ich hab das Gesetz gebrochen. Interessant. Naja. Fast ihn! Waffe des Gewehres südlich sehen! Los! So, was machen wir jetzt? Machen wir die Leute platt? Oder wir reiten einfach zu Leonardo. Vor San Paolo fuori le mura. Den Siegern winken die höchsten Preisgelder. Diese Fremden sind hartnäckig. Ich bin schon Jüngern in ähnlichen Roten begegnet. Sie suchten ein Objekt, das ich damals besaß. Ihr meint den Ebensplitter? Leonardo sprach davon? Er sagt mir alles. Seine Gesprächigkeit kommt uns teuer zu stehen. Wir müssen ihn warnen. Sprecht nicht weiter. Ich kenne den besten Weg. Ich nehme ihn jeden Morgen, wenn die Tavernen schließen. Folgt mir! Die Familien Colonna! Na, so sicher bin ich mir da nicht. Hier kommen doch mit Sicherheit gleich irgendwelche Leute. Ansonsten würde die Lebensanzeige da nicht stehen. Da vorne haben wir doch die ersten. Ich umgehe sie! Gut, dann umgehe sie. Hey, er hat sie umgangen. Fast. Warum vergnügen wir uns nicht auf den Dächern? Leonardo sagt, er hätte etwas Wichtiges entdeckt. Er untersucht seit Jahren eine versteckte Katakombe. Ich glaube, er kam nach Rom, um sie zu finden. Ihr ahnt ja nicht, wie er wirklich ist. Er arbeitet die ganze Zeit an dieser Sache und führt mich nie aus. Und er ist so geizig, ich muss ihn um Geld anbetteln. Er gibt euch tatsächlich Geld? Mehr oder weniger. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Allora. Ihr kommt aus Firenze. Erzählt mir mehr davon. Gut, dann nutze ich meine Vorstellungskraft. Ja, nutzt sie mal. Ich hoffe mal, dass die Leute uns nicht so ganz weit danke hinterherkommen, nachdem ich da verkackt habe. Es ist zu früh am Morgen für einen Kampf. Folgt mir. Okay, ich muss meinen Beichter abnehmen, war erfolgreich. Hat Leonardo etwas in den Katakomben entdeckt? Er fand den Eingang zu einem Tempel, über den er in einem Buch gelesen hat. Seit Jahren habe ich ihn nicht so aufgeregt gesehen. Hat er etwas darüber erzählt? Dass der Tempel die vollkommene Zahl enthielt. Etwas, was von einem alten Griechen entdeckt wurde. Pi. Spürt meine Klinge! Packt sie! Ob euch dieser Schuh passt? Angriff! Angriff! Ob euch dieser Schuh passt? Ihr wollt schnell ankommen? Dann meidet ihre Schwerter. Wie ich ihn kenne, hat Leonardo jedem davon erzählt, der ihm zuhören wollte. Habt ihr Männer in Roben in seiner Nähe gesehen? Warum sollte ich in der Werkstatt bleiben, wenn ich draußen meinen Spaß haben kann? Fragt den Meister selbst, wenn wir ankommen. Ich glaube nicht, dass er da noch da ist.
Augen als Strangulation stattfinden. Weil er sich so ehrenhaft ergeben hat, kommen wir seiner Bitte gerne nach. Campo dei Fiori, morgen zur gewohnten Zeit. Ein bisschen, aber das ist Ezio. Ist nicht so, dass es hier irgendwie ein bisschen auffällig war oder so. Nein. Nein. Vollkommen unsichtbar. Also mit diesem Weg nimmst du jeden Morgen. Du musst aber ganz schön fit sein. So viel zu Leonardo. Maestro! Sie haben ihn. Nein, er muss hier sein. Dieser Tempel, den er fand, wo ist er? Leonardo! Salai, wenn ihr ihn retten wollt, dann sagt mir, wo der Tempel ist. Ich weiß es nicht. Cazzo! Ezio, da ist eine Nachricht auf dem Boden. Was besagt sie? Ich kann nicht lesen. Leonardo wollte es mir beibringen, doch bisher... Villa, Gemälde. Sollen wir Kunstwerke studieren? Schon als Leonardo damals in eurer Villa wohnte, hat er nach dem Standort der Katakomben gesucht. Einige seiner Gemälde hingen in der Galerie dort. Doch was hat das mit dem Tempel zu tun? Vielleicht hat er seine Forschungsergebnisse in einem der Rahmen versteckt. Die sind zerstört. Sie sind bei dem Angriff verbrannt. Nein, sind sie nicht. Nur Leder und Johannes. Die Borgia haben den Rest. 6 Gemälde. 5. Ich sagte dem Händler, das Porträt einer Dame sei von Leonardo. Ich brauchte Geld für einen Wams. Natürlich ist er längst aus der Mode. Wer hat die Gemälde jetzt? Lucrezia Borgia. Natürlich sie wieder. Im Palazzo ihres Mannes bei Ferrara. Dann ist es Zeit, das Gestohlene zurückzuholen. Natürlich müssen wir mal wieder ihr guten Tag sagen. Die 5 Gemälde finden. Yay, 100% Sekunden Synchronisation. Wir haben es einfach voll drauf. Was ist denn mit Leuten hier los? Wiederhergestellte Erinnerung. 7.163 im Banktresor, da müssen wir also irgendwann mal vorbeischauen. Aber zunächst müssen wir erstmal zu unserer tollen Assassinen-Gilde. Yay, ja, so viel drauf zubewegen und so. Interagieren. Ja. Ja. Haha. Gut. Das lief also alles richtig gut. Auto aufrüsten. Auto aufrüsten. Auto aufrüsten. Auto aufrüsten. Auto aufrüsten. Auto aufrüsten. Einen weiteren können wir noch. Aufträge. Ja gut, da können wir hier in Wien Adlige angreifen. Da müssen wir keine solche Helden hinschicken. So. Vorräte auch schon. Nee, die Mission mache ich nicht. Die ist zu billig. Okay. 4, 4, 7, 7, 7, 12. Das heißt, wir müssten eigentlich ein paar mehr Stufe 6 Assassinen haben. Ein Gelehrtenstehen ist genau das gleiche. Ja, irgendwie festhalten, Wertsachen stehlen. Hier kann doch mal was Nettes sein. Oh Gott, 350 Erfahrungspunkte fehlen. Sondern das, wir brauchen also erstmal was mit Erfahrungspunkten. Gejagt. Na also.
1, 2, 3, 4. Na komm, wir müssen nur noch den letzten mitschicken. 499 Erfahrungspunkte. Okay. Das Ding machen wir gerade noch. So, nehmen den letzten Assassinen, den lassen wir natürlich wieder da, falls wir ihn brauchen.